Mal testen. So, good luck, have fun. Er ist noch da. Sie fangen ohne mir an. The fuck? Okay, sie fangen ohne mir an. Okay, wir haben hier Setup-Time. Wir haben hier den Engie von Team 9, der setzt auf A an. Das Dick ist von Quintosh hier. Ist etwas verwunderlich, dass die Sentry auf A steht. Normalerweise macht man... eine verwunderliche Position. Ich meine, die Position ist ein kleiner Überraschungseffekt, wenn die Gegner von oben kommen. Aber ja, die können doch sehr leicht von der anderen Seite gespammt werden. Üblicherweise setzt man die Sentry auf B an, auf dem kleinen Vorsprung. Mal schauen, wie sie das pushen wollen. Kraut geht als erstes nach B raus. Tyro als einziger bis jetzt nach A. Korf. Von oben über ja, den Korf geht mal raus, versucht die Sticks ein bisschen zu entfernen. Es schaut nach einer ziemlichen A-Defense aus, was für mich relativ seltsam ist. Es ist normal, es ist nicht unbedingt normal, zumindest nicht so lang. Die meisten Teams versuchen nämlich, dass sie A direkt aufgeben. Engie und Pyro down. Oh. Ist nicht ideal. Ja, das dürfte der Punkt A für Let's Go Bananas sein, in einer relativ schnellen Zeit. Ja. Nice, das könnte auch leicht der Punkt B auch schon sein, da Engie und eigentlich die Hälfte der Klassen down sind. Ja, Heavy Sniper, also ziemlich alle von Team Bananas stürmen schon über den ganzen Punkt von B. Crowd capped, Spy capped. Team 9 konnte jetzt aber den Charge anmachen. Schafft es vielleicht noch für die vorübergehende Zeit, den Punkt zu halten. Der Medic von Let's Go Bananas hält gerade nicht. Also haben sie sogar im Moment noch einen Charge-Vorteil. 20% Vorteil. Korrekt. Beide Heavy's down. Aber gut gemacht. Beide Heavy's down und Team 9 hat immer noch 20% Charge-Vorteil. Wenn sie das halten können. Oh nein, aber sie ziehen sich zurück anscheinend. Ja, sie geben den Punkt B auf. Mal schauen, werden sie, was Team Let's Go Bananas so als nächstes machen wird. Sie könnten natürlich einfach straight auf den Punkt E gehen und versuchen, den einzunehmen, oder ob sie direkt ihren Druck aufbehalten und einfach direkt auf C gehen. Ja, üblich. Weiter, sorry. Finch stickt den Connector zwischen B und E ab, sodass sie da erstmal nicht durchkommen. Oh, da wird er aber gleich vom Sniper gepickt. Das ist ein schöner Pick gewesen. Leider habe ich ihn nicht gesehen. Wieder ein bisschen in die erste Perspektive rein. Der Bash, der Heavy von Team 9 steht in einer sehr gefährlichen Position, was den Sniper betrifft. Mal schauen, ob er den abwehren kann. Ach, der Spy von Let's Go Bananas wurde direkt von Mars enttarnt und geht somit auch direkt down. Tough schaut währenddessen von Team 9 über die Flanke von A, wo er bis jetzt nichts sieht. Und wie wir sehen, eine Level 3 Sentry ist schon im Connector offen. Sie steht da. Charges sind ausgetauscht. Ja. Die Sentry sieht schön auf den E-Punkt. Deswegen steht jetzt auch gerade ein Scout drauf. Gehen wir mal. Oh, Scout steht auf E. Demo geht jetzt unten rum in Richtung C. Im Moment hat Team 9 keine Antwort darauf, dass der Scout und Engie auf dem Punkt stehen. Der Soli von Team 9 spammt kurz drauf, wurde aber wieder direkt zurückgedrängt. Soli geht jetzt auch auf den Punkt E. Also wenn sie was machen müssen, dann müssen sie das bald machen, sonst haben sie keine Chance mehr. Oh, sehr gute Defense von Bash hier. Hat die drei Leute auf dem Punkt, zwei Leute auf dem Punkt erledigt. Der Scout hat sie überlebt. Na, Let's Go Bananas nimmt jetzt nicht die Chance wahr, um auf C zu pushen, weil die meisten jetzt einfach auf E standen und eigentlich nur Team 9 eine Sentry und ein Pyro und ein Medic auf C stehen hat. Die könnten sie relativ leicht überrennen, wenn sie mit dem ganzen Team darauf gehen würden, aber sie nehmen aber die Chance nicht wahr. In der Zwischenzeit ist der Großteil von Team 9 schon wieder auf C versammelt. Mal sehen, wie das weiterläuft. Zu viel Zeit gebraucht. Der Scout ist wieder auf E, nehme ich an. Während sich die Main Combo. Die Main Combo pusht jetzt rein auf C. Über wurde angemacht. Ja, Team 9 pusht jetzt dagegen mit dem Über. Der Heavy wird down gehen. Ja, der Heavy ist down. Kriegen die Sentry nicht down. Sie steht immer noch Level 3 da, so gut wie. Sentry ist ziemlich sicher. Aber eine Level 2 Sentry, sie steht schon wieder im Connector. Zieht direkt auf den E-Punkt.
Aber momentan capt keiner den E-Punkt. Ja, im Moment ist es ziemlich ruhig. Es wird wahrscheinlich weiter auf Charge gebaut. Ein, zwei Klassen werden auf E gehen, um ein bisschen Ablenkung zu schaffen. Sogar drei im Moment. Soli Scout Engie sind auf dem Punkt E. Team 9 sollte vielleicht wieder darauf reagieren. Bloodtrunk kommt vom Spawn aus, versucht vielleicht die Klassen. Ja, direkt der Soli direkt vom Punkt natürlich gesniped. Wie zu erwarten. Ja, drei Leute down bei Bananas. Und die Combo geht jetzt auf Punkt D und versucht von hinten auf den E-Punkt zu gehen. Mal sehen, ob diese Taktik für sie aufgeht. Ah, Bloodtrunk wurde gepickt. Oh, Der Demo ist aber down und der Heavy down für Bananas. Nicht sehr ja, gut. das war eine super Combo von Bash und Anubis. Bash stand einfach weiter vorne. Anubis hat ihn mit Arrows voll geheilt aus dem Crossbow und er selbst hat keinen Schaden genommen. Und der Heavy, war glaube ich ein Heavy, ich weiß es gar nicht mehr genau, konnte Bash einfach nicht genug Schaden machen, um ihn tot zu bekommen. Quintosh schießt hingegen wieder oder noch immer auf Punkt C. Verteilt schön ein paar Stickies, wartet darauf, dass sich die Leute die Jetzt abholen. versucht Team Let's Go Bananas über den direkten Connector von B über den Hügel auf C zu pushen. Sie haben den Charge an. Machen bis jetzt nichts Großartiges. Quintosh wurde vom Soldier gepickt. Aber er hat sich den Soldier auch noch geholt. Erneut kriegen sie die Sentry nicht, aber im letzten Moment konnten sie wenigstens noch den Charge forcen und es sieht wirklich nicht gut aus für Team 9. Trotz der Charge sind sie nur noch drei Leute ab, die auf C sind, plus eine Sentry. Die Sentry geht jetzt nun down. Bloodtrunk wird höchstwahrscheinlich auch sterben. Nein, der Oder kommt noch auch raus. nicht. Er konnte leider Aber den vor Medic allem nicht Medic holen. und Heavy werden jetzt sterben. Sie sind einfach gesandwiched in der Ecke bei C. Und Das so schon sind sie dürfte down, ja. C garantiert sein für Let's Go Bananas. Aber sie haben, muss ich sagen, den C-Punkt länger gehalten, als ich das erwartet hätte. Ja, nach den ersten beiden Punkten, die voller Druck von Let's Go Bananas Und waren. Selek hat mir gepickt. Damit hat Team 9 wieder den Charge-Vorteil. Na, sie haben keinen Charge-Vorteil. Mir ist sehr schnell gespawnt, aber sie hat keinen, den sie heilen kann. Was Hingegen ausgeglichen schon ist. Anubis hat jetzt Okay, heilen doch. können. 10% schon. Hat schon 10% 10% Prozent Vorteil. Vorteil. Das ist genug. Team 9 macht sich hingegen bereit, dass sie D und E verteidigen. Auf E steht schon ein Level 2 Sentry. Der Pyro wurde direkt von ihr getötet und runtergepusht. Bloodrug wurde vom Spy gepickt. Mal sehen, was Heavy, der Spy Demo machen und kann. Medic gehen von einer Sentry gedeckt auf den Punkt E plus ihrem Sniper, der gedeckt wird. Auf D ist währenddessen nicht so viel zu sehen von Let's Go Bananas. Und der Heavy von Bananas ist downgegangen durch schöne Pipes von Quintosh. Bananas versucht nun gegen zu pushen. Selek nimmt schon Double Stack auf den Ja. Scout und den Medic auf den Punkt E. Das war ein super Pick von Selek. Das ist ein Wind aus den Segeln genommen von Let's Go Bananas. Team 9 hat einen Charge. Der Medic von mir, ach, von Let's Go Bananas ist auf 20% erst. Das heißt, wenn ein paar wertvolle Sekunden, ungefähr eine halbe Minute noch Ja. fehlen, bevor sie den Charge haben, Mal schauen, ob Tuff hier noch wertvolle etwas 30 machen kann. Sekunden. Oh, Tuff kann sich den Medic nicht holen. Aber das heißt, es werden mindestens 30 Sekunden noch fehlen, bis sie den Push wieder einmal probieren können. Python-Bot an Level 2 Sentry im BE-Konnektor. Nimmt sie auf, stellt sie neu um, Quintosh spammt sie direkt, sie wird höchstwahrscheinlich gleich down gehen. Währenddessen geht es auf D ab. Oder auf Und E. Quintosh hat sich mit einer schön platzierten Trap den gegnerischen Demomine geholt. Jetzt muss das Team 9 den Über anmachen auf Punkt D, da sie geforst wurden. Währenddessen hat Let's Go Bananas noch die letzten paar Sekunden ausgereizt und den Charge bekommen. Sie pushen jetzt auf D drauf mit Heavy Pyro Spy. Der Spy hat seinen Detroit getriggert. Im Moment ist Team 9 in keiner Position, um D zu verteidigen. Oh doch, Quintosh kommt von hinten, von E. Schafft Während es mit Mast einem den Bug. Pyro Sandwich versucht. Ja, Pyro geht down. Bloodrunk hat wundervoll den Medic wieder gepickt von Let's Go Bananas. Und trotzdem So machen dass sie schön Druck auf E. Team 9 wieder im Charge-Vorteil ist. Ein Level 2 Sentry schaut direkt von dem BE-Konnektor raus. Kann im Moment nicht von Quintosh irgendwie gespammt werden, weil sie in einem relativ guten Winkel steht. Aber hier wurde Asajj vom gegnerischen Spy Deox gepickt. Das pusht den Überadvantage wieder in Richtung Bananas. Wir haben jetzt 50% Vorteil und der Sarge hat immer noch 5 Sekunden Spawnzeit.
Aber die Sentry könnte down gehen. Ja, die Sentry geht down von Bananas. Saga ist jetzt auf die Mini-Sentry geswitcht, weil er es scheinbar nicht mehr schafft, eine komplette Level 3 Sentry aufzubauen, um zu verteidigen. Was auch eine Natürlich sehr kein. gute Idee ist. Ja. Genau das wollte ich sagen. Super gemacht. Im Moment ziemlich ruhig. Wobei, wenn man sich die Über anschaut, Let's Go Bananas 95%, Ja, Anubis 15%. und Quintosh ist down gegangen durch einen Flank. Aber sie haben anmachen müssen. Das heißt, Bananas hat angemacht und zwar auf C. Oh, das war ein netter Was suchst du Force. schon die ganze Zeit? Das war ein Force auf C. Das Pyro ist sehr geht down. gefährlich für Nice. Anubis. Jetzt pushen sie mit voller Manneskraft auf E drauf. Der Heavy und der Medic gehen direkt vor, um direkt die Spawner zu denyen, sodass sie es nicht schaffen, den Punkt E vernünftig zu Ah, verteidigen. aber Da Bash hat springt der trotzdem. Medic in den Abgrund bei E. Welcher Medic? Team 9 oder Bananas? Der Bananas Medic. Ah, also wollte mir nicht mehr leben. Nee. Wahrscheinlich hat sie so viel Vertrauen in ihr Team, dass sie es jetzt cappen. Ich Ja. denke, Selek wird das Solo nicht schaffen, das zu blocken. Nein, das wird er nicht. Das schaut ziemlich genau nach einem Punkt für Team 9 aus. Aber die Sentry wäre down. Nicht für Team 9, sondern für Let's Go Schaut gut für Bananas. Bananas aus, ja. Nein, das werden sie nicht mehr schaffen. Und die Zeit ist 10 Minuten 29. Eine Ist sehr gute aber. Zeit für Team 9 zum Verteidigen. Eine normale Zeit Ich würde wäre sagen, dass es eine relativ gute Zeit war, eigentlich für. für die Verteidigung. Nein, für den Angriff. Nein, weil der normale Angriff dauert, wenn er normal oder normal bis gut geht, dauert er circa 7 bis 8 Minuten. Wenn man schnell direkt zu E geht, dann kann er bis zu 2 Minuten, 3 Minuten dauern, aber eine übliche Zeit ist 7 bis 8 Minuten. 10 Minuten 30 ist sehr lange. Okay, sie hätten vielleicht ein paar Minuten rausquetschen können durch ein paar unnötige Forces oder ein paar Ja. unnötige Tode von mir, wenn die nicht gewesen wären. Hier sehen wir, der Engie baut jetzt auf B auf, aber in einer sehr seltsamen Position. Wahrscheinlich will er den Ausgang von Spawn wrangeln können. Während der Sniper versucht, direkt beim Öffnen der Tore einen Pick zu kriegen. Sehen wir mal, ob das funktionieren wird. Let's Go Bananas wird, so wie es aussieht, A nicht verteidigen. Beziehungsweise versuchen mit Über irgendwie ein paar Pickoffs zu bekommen. Sie stehen im Spawn-Ausgang zu A. Der Soli von Team 9 springt direkt um die Ecke. Oh ja, Team 9 rusht eigentlich sozusagen auf Punkt A mit den meisten Leuten. Jetzt kommt Let's Go Bananas aus dem Spawn, versucht es noch zu blocken. Heavy ist auf dem Punkt, wird direkt getötet Ja, von Team das war 9. keine gute Idee von Bananas. Es war einfach nur keine gute Koordination. Die Idee war da, Nein. aber dass der Heavy da alleine vorgeht und Ja, den E mit dem Medic hinter sich der Demo lässt, denke wäre eigentlich dabei gewesen, aber war einfach zu wenig Druck dahinter und es war eigentlich keine gute Idee, hier zu pushen, weil der Punkt war verloren. Winters checkt schön alle Spots, alle Hiding Spots für Soldiers. Let's Go Bananas wird dann aus dem Spawn auf B Oh. pushen, so wie es aussieht. Wir sehen hier, das haben wir ganz übersehen, ein Ach, Team Kriegskrieg 9. von Team 9. Mal sehen, wie das funktionieren wird. Noch warten Sie. Noch warten Sie, ja. Kriegskrieg jetzt an. Und Team Bananas hat gegengepusht. Und Mars und der Medic und der Pyro sind down. Quintosh auch noch down. Das sind drei Picks. Nur vom Spy. Sehr nette Picks, muss ich sagen. Gegen Dart, Sele das. konnte als Gegenleistung nicht wirklich etwas schaffen, konnte nichts machen. Ja, Tuff hat es auch nochmal versucht, Mia zu holen, aber wurde direkt vom Soli zerstört. Man muss sagen, dass Bananas hier auf B um einiges besser hält als. Wow. Oh, Wow. und Quintosh Der holt sich den Jump von Medic. Quintosh, der war wirklich wunderschön anzusehen. Mit einer Ja. RST-Key noch um die Ecke gestraft und Mia in die Ecke gedrängt und getötet. Wobei ich hier sagen muss, dass die Schuld ganz allein am Team liegt. Das hätten sie eigentlich machen können. Und Bloodrunk holt sich den Heavy. Ein schöner Shot. Da konnte das ganze Spam von dem Moment nichts machen. Selig hat sich in der Zwischenzeit die Sentry geholt. Und überlebt. Ja, und Ja, Punkt Team B 9 kann gehört sich Team 9, Punkt ja. B holen. So wie es aussieht, wird Let's Go Bananas hier nicht mehr blocken. Sie werden wahrscheinlich versuchen, den Connector zu halten mit einem Sniper. Ja. Deox benutzt immer wieder den Deadringer. Ist nicht down zu kriegen. Mal sehen, ob sich Deox hier den Pick auf den Medic holen kann. So wie es aussieht, ist Team 9 noch nicht ganz entschieden, ob sie jetzt über den Hügel oder über den Connector gehen. Noch stehen sie auf B.
Vielleicht wollen sie. Oh, Sie haben und Charge. Deox wurde gesehen. Ich meine, ich hätte jetzt gedacht, dass sie jetzt auf B warten, um vielleicht einen Charge zu bekommen. Aber im Moment stehen sie mit vollem Charge auf B. Ja, sie warten, dass die Tür aufgeht auf C, weil sonst können sie nicht durch. Die wollen durch, nicht durch den Connector, die wollen von hinten rauf. Aber durch den Soldier wurden sie jetzt gecallt. Das ist keine gute Idee. Oh, der Hat Spy. Jemand eigentlich wieder über, oder? Ja, hat nun mal über. Code von Let's Go Banana schaut in den Connector. Nee, verdammt. Teams verwechselt. Ignoriert's. Aber Team 9 kommt mir momentan etwas verwirrt vor. Sie wissen nicht genau, was sie jetzt wirklich wollen. So sieht es zumindest aus. Und sie haben Deox schon hat schon wieder einen ziemlich Deadringer lange getriggert. Zeit einen Über, den sie bis jetzt noch nicht ausgereizt haben. Da geht der Heavy Down vom Sniper von Team 9. Der Heavy von Team 9, von dem Sniper von Let's Go Bananas. Übers werden exchanged. Anubis kommt nicht mehr raus. Wird von einem Pyro in die Ecke getrieben und geht letztendlich down. Winters holt sich noch den Spy und den Soldier, geht aber selbst down. Sehen wir mal, was in der Zwischenzeit so abgeht. Der Scout konnte sich hier nicht holen. Wir sehen Jetzt hier die versucht S. Team 9 wieder über den Connector. Über welchen Connector? Das ist hier wichtig. Ah, den normalen Connector, ja. Den normalen. Harz hat sich die Sentry auf E geholt, wird jetzt E cappen. Team 9 baut eine Level 3 Sentry auf dem E-Punkt auf. Das wird wahrscheinlich versuchen, auf E zu bleiben. Das Problem an dieser Position der Sentry ist, dass man müsste eigentlich an den D-Spawn gehen, an D vorbei und die Sentry hier, die Level 3 Sentry, oben aufstellen. Denn hier kann sie vom Combo relativ einfach geholt werden. Das Moment, Wichtige hierbei ist, oh... Keine Reaktion von Let's Go Bananas, ein Engie jetzt da, aber der wird auch nicht viel machen, seine Sentry wird direkt zerstört. Keiner committed auf den Punkt. Und der Heavy ist down und das wird ein Punkt für Team 9, ja, und es ist 1:0 für Team 9. Okay, kurzzeitig sah es ja wirklich noch, als ob Team 9 da einfach nichts mehr reißt. Dann sind sie einfach auf den Punkt E gewechselt und es gab einfach keine Reaktion von Let's Go Bananas. Der Sniper und der Engie kam kurz bevor E durchgekippt war, einmal kurz vorher vorbeigeschaut. Engie hat seine Sentry aufgestellt. Seine Mini-Sentry wurde direkt zerstört. Der Sniper hat auch nichts gerissen. Und der Rest des Teams hat zu spät reagiert. Sie wurden dann einfach schon direkt vorne am Spawn abgefangen. Das, ja. Da fehlen mir die Worte, so schlecht war das. Ja, da hätte einiges mehr passieren können von Bananas. Die konnten einfach nicht zur E-Verteidigung durchpushen. War irgendwie, ja. Ja, schlecht eigentlich. Nicht die beste Leistung. der Hold bis zur E-Verteidigung war eigentlich verhältnismäßig gut. Wir sind geil. User left your channel. User left your channel. Leider habe ich die Teamspeak Sounds nicht abgedreht. Warten wir darauf, dass Dax wieder zurückkommt. User joined your channel. Willkommen zurück, Dax. Ja, ich musste kurz Maß fertig machen, dass sie nicht geil sind, sondern nur, dass irgendwie die Entscheidungstreffung von Let's Go Bananas nicht gerade die hervorragendste ist. Ja, können wir auch so sagen. Okay. Wollen wir uns mal hier die Logs ansehen für die erste Runde? Können wir tun, die ich nicht habe. Wollen wir uns mal die Logs? Das ist... Ah, da. Du? Ich werde sie mir im... Oh, ich habe kein Overlay hier. Verdammt! So, ich habe mal die Logs im Chat gepostet, weil ich es kann. Nicht schön zum draufklicken, aber... Ich denke, Creeper wird es auch so schaffen. Ja, wie zu erwarten. Quintosh eigentlich ganz oben im Damage, danach kommt Korf. Quintosh ganze 9100 Damage. Korf mit Kopfrechnen. So, und hier habe ich im Stream. Damage weniger. Hier habe ich im Stream nun auch die Logs. Schönes Einblenden über ein Chrome-Fenster. Ticke Skills, muss man sagen. Sehen wir uns diese Logs mal an.
Frags Quintosh ist erster mit 22 Kills. Verwunderlich jedoch ist Monkey mit 20 Kills. Wurde eigentlich gesagt vom Team vorher, wo wir zugehört haben, dass Monkey gefokust werden sollte. Was er aber anscheinend nicht geworden ist. Hat zwar nur ungefähr 5000 Damage, aber doch 20 Kills. Naja, was heißt nur? Er ist einfach in Sachen Damage der Zweite in seinem Team. Während bei Team 9 Bash der Zweite ist, ist noch über dem Scout mit ganzen 2200 Damage. Ich meine, ist jetzt nicht zu verdenken, wobei der Heavy von... Von Bananas hat nur 3700 Damage, das ist circa ungefähr fast die Hälfte. Und den Soli. Fast die Hälfte von Bash. Ja. Sniper ist, kann passieren, dass man dahinter ist, wenn der Sniper gut trifft, aber hinter dem Spy und dem Soli als Heavy, das... Verwunderlich für ein Highlander-Match. Verwunderlich für ein Highlander-Match, keine Drops. Bisher. Mal sehen, wie lange das hält. Wohingegen mir einen Death mit 95 bis 99% über hatte. Eine schöne Heal-Spread für Bash 47%. Sad Panda schien einfach nicht zu lange oder zu oft beim Medic zu sein. Heal-Spread von 36%, 5900 Heals. Im Gegensatz zu den 47% von Bash. Oder es kann natürlich auch sein, dass Korf einfach mehr gepocketet wurde, da Korf einfach ein guter Demo ist. Quintosh hingegen nur 18% Heals, brauchte wahrscheinlich nicht so viel. Jedoch Quintosh hatte 12 Deaths, Korf hatte 9 Deaths. Da haben wir einiges mehr Heals bekommen. Wobei das anscheinend doch nicht gereicht hat. Hinein konnte anscheinend auch der Medic um einiges besser am Leben halten. 5 Deaths für Anubis, während hingegen an mir 7 Deaths hatte. Ja. Ah, da geht's in die zweite Runde. AWBA-System, das heißt, jetzt wird direkt nochmal angegriffen von, nein, doch nicht AWBA? ABBA, ja, das heißt, es gibt einen Team-Switch hier. Ah, okay. Ja, das hat mich jetzt gerade verwirrt. Das heißt, doch, Team 9 greift wieder an. Ja. Bananas hat wieder die Verteidigung auf Punkt B, wohingegen sie jetzt diesmal die Sentry auf dem Vorsprung hier machen und nicht mehr bei dem kleinen Ammo-Pack links. Wahrscheinlich haben sie daraus gelernt, dass das nicht unbedingt die beste Position ist. Na, vielleicht wollen sie einfach nur in der ersten Runde den Überraschungseffekt haben, dass die Sentry nicht da steht, wo sie normal steht. Möglicherweise werden sie auch auf ein paar Easy Pickoffs gehofft, oder dass Team 9 da keine direkte Antwort drauf hat. Ah, nein, sie werden eher A verteidigen. Der Heavy, Medic, Sniper sind auf A. Demo stickt den Punkt. Sticks dürfen aber relativ easy gespottet werden. Spätestens wenn einer über den Hügel vom Spawn rausschaut, sieht man direkt am Punkt die Stickies schon an den Säulen hängen. Ja. Vorausgesetzt, sie schauen hier. Mal sehen, ob Mark hier einen Pick bekommt. Geht ganz normal auch in Richtung A. Versucht es dann gleich wahrscheinlich wieder als erstes zu kämpfen. Die Sentries wurden scheinbar bis jetzt noch nicht gespottet. Ah, ja. Doch, jetzt wurden sie vom Engine gespottet von Team 9. Harz versucht direkt die Team Let's Go Bananas im Spawn einzudringen, wurde aber direkt getötet vom. Verdammt, Gillspread nicht mehr da. Harz hingegen versucht es mit der Beggars Bazooka. Ist auf Close Range, wenn man sie richtig verwendet, sehr gefährlich, aber konnte leider damit nichts erledigen. Na, der Punkt A hat nein, ja, in normaler Zeit gekappt, das ist jetzt nichts Verwunderliches. Ja, aber Bananas hat auch keine überverschwendet auf Team auf Punkt A. Also von dem her ist das nicht wirklich viel Unterschied. Team 9 versucht wahrscheinlich hinten rum zu gehen oder versuchen sie durch Spawn? Man sieht es hier nicht genau. Sehen sie? Sind am Spawn. Sind sie noch am Spawn? Ja. Also sind jetzt so langsam am rausgehen. Anubis halt alle Leute bis jetzt hoch. Bloodrunk hat den Sniper von Bananas erledigt, ja. Da geht er über an. Die Sentry pusht Quintosh zurück. Es gibt einen Gegenüber. Quintosh springt wieder rein. Er zerstört die Sentry. Kommt so. Oh, und er kommt leider nicht mehr lebend raus. Aber der Sentry, das ist ein wichtiger Pick, das darf man nicht vergessen. Ja, das ist natürlich ein wichtiger Pick. Team 9 nochmal reinpushen. Da heilt Anubis den Heavy nicht mehr. Er ist fast gestorben.
Das hätte ganz. Er hat es gerade noch überlebt, ja. Hätte genauso gut andersrum ausgehen können. Ja, an sich ist der Punkt relativ weit offen. Und dann schön. Nasas ist eigentlich im Konnektor gefangen. Und ja, jetzt werden natürlich im Konnektor alle langsam umgebracht. Team 9 kriegt den Punkt B und schafft es vielleicht gerade ein bisschen Ablenkung mit dem Scout auf E, aber nein, er wird direkt vom Soli und vom Heavy da weg gespammt und steht direkt auch zum wegen dem Soli tot. Oh, Selig mit einem Step auf den Demo von Let's Go Bananas. Hier beobachten wir dann Medic, er wartet auf dem Demo. Quinto ist nun wieder da. Es wird für vorgepusht. Let's Go Bananas hat gerade einen Charge bekommen, das heißt, sie werden jetzt C mit ihrem Charge verteidigen. Bisher keine Sentry auf C von Let's Go Bananas. Ich weiß nicht, haben die es vielleicht auf E aufgebaut? Ja, das scheint nicht unbedingt ein idealer Push zu sein. Es ist eigentlich ein idealer Push, das ist keine Sentry, keine Verteidigung auf C. Keine ideale Verteidigung, so ja. Gesagt. Aber nun pushen sie mit Charge rein. Team 9 macht wunderbar Druck auf C und auf E, sodass sie im Notfall eine gute Alternative haben und Let's Go Bananas einfach in zwei Teams splitten muss, um es zu verteidigen. Während die Überverteidigung wurden auf C, wurde E weiter gecapped. Aber das Wichtige ist, dass... ein schöner Hedgehog Close Range von Bloodrock und der Medic Down! Wow! Ich habe zwar nicht aus der ersten Perspektive, aber aus der Third Person. Und er holt sich auch noch den Sniper. Bloodrun geht hier huge. Während im Hintergrund der Demo und der Spy sind. Vintage ist leider auch da gegangen. Aber eine schöne Killing Spree von Bloodrun. Ja, C wird jetzt von Team 9 easy eingenommen. Da, ja, ohne Medic, ohne alles kann man nicht wirklich viel verteidigen auf C. Mir ist nun wieder gespawnt und Team 9 hat einen 85% Vorteil, Charge-Vorteil. Das heißt, Punkt D sollte kein Problem sein, wenn sie sich jetzt schnell Punkt D holen. Der NG von Let's Go Banana, das geht auch auf die Mini-Sentry, weil er scheinbar auch nicht mehr schafft, eine normale Sentry aufzubauen. Aber schon die Mini-Sentry wird einfach direkt zerstört von dem Soli von Team 9. Mark hat sich in der Zwischenzeit Bloodrunk geholt, dass der Sniper für Team 9 ist down. Team 9 schafft es aber immer noch nicht bisher, auf den Punkt zu gehen. Jetzt ist der Heavy und der Medic kurz vor dem Punkt. Zwischen D und E können sich scheinbar nicht entscheiden, wo sie hinwollen. Doch, jetzt entscheiden sie sich auf D. Oder der Heavy geht doch wieder in die andere Richtung. Ist wieder ein bisschen hin und her von Team 9. Da müsste man sich früher entscheiden. Oh, und der Sniper hat sich nun... Oder wer war es? Oh, eine schöne Pipe von Korf. Das war der erste Drop in diesem Match anscheinend. Und dieser Drop geht an Asajj, also Anubis. Mir hat nun wieder Charge und diese Verteidigung von D dürfte noch etwas länger dauern. Ja, bis jetzt auch keiner von Team 9 in der Nähe einer der beiden Punkte. Okay, Heavy und Medic in dem Raum zwischen C und E, aber warten. Nee. Oh Gott, Farben! Blau und. das ist schlimm. Das war natürlich. Ja. Bananas, die in dem Gang stehen und versuchen da zu verteidigen. Währenddessen geht Team 9 über die komplette andere Seite. Aber Team 9 muss sich nun den D-Punkt holen. Das macht natürlich dann den Cap um einiges einfacher. Ja, und der Sniper geht down durch eine schöne Flank vom Mars. Der Charge wurde geforst von Let's Go Bananas. Das heißt, wir haben zum Verteidigen. Ob es D oder E ist, kein Charge. Werden wir jetzt gleich sehen, für was sich Team 9 entscheidet. Entscheiden sich für den Punkt E. Haben jetzt auch ihren Charge an. Quintosh holt Deox und Korf. Geht bis auf den Punkt E rüber. Also versuchen sie scheinbar wieder die CE-Strat nur mit DE. Das sind beides versuchen einzunehmen. Werden aber auf dem Punkt D zerstört. Der Medic und der Demo von Team 9 schaffen es auch nicht, den Punkt E halbwegs vernünftig anzukappen. Währenddessen springt Harz schön in den Abgrund. Der Scout von Bananas geht hier down. Man müsste sehen, ob sie das hier nutzen können. Monkey ist immer noch. Hin und her im Moment zwischen den beiden Teams. Keine richtige Struktur. Ja, und Quintosh ist wieder.
Oh, der Heavy ist durch einen schönen Pick von Selectown gegangen. Wo treibt sich ein neuer Team rum? Nein, scheint im Wo Connector treibt zu sich? sein. Zumindest der Heavy ist im Connector. Mit dem Medic. Das restliche Ja. Team Der ist Demo ist gerade out, wieder ist auf D. aufgetaucht. Dämmt sich mit einem Energy, der Energy muss zurück, wird sogar noch gepickt. Dafür wird der Scout von T9 von Soli von Let's Go Bananas aufgepickt. Hat aber eine gute Captain auf D vorgelegt, die sich jetzt Harz weiterholen wird. Aber er wird vom Heavy, der gerade gespawnt ist, natürlich getötet. Und ja, T9 hat Charge. Ich sehe jetzt. Ja, sie wollen über den Spawn gehen. Auf D. Machen jetzt den Charge an, aber Quintosh wird noch von dem Pyro getötet. Das heißt, sie haben erstmal kein Demo für den Push. Wie man gerade in den Damage gesehen hat, eine sehr wichtige Klasse eigentlich. Oh Dem ja. sollte man sowas, wenn es möglich ist, vermeiden. Der Heavy von Team 9 wird auch gebacksteppt. Keine Überlebenschance für Anubis. Ja, Anubis geht auch down. Aber der Soldier von Bananas ist dann auch down gegangen. Quintus sehr low. Könnte man sagen, eine erfolgreiche Defensive von Let's Go Bananas. Haben einen Charge-Verteil von 30% ungefähr. Ach, da geht Mars down zu einem Sniper-Headshot. Diese Offensive von Team 9 ist um einiges schlechter als die Offensive von der letzten Runde. Naja, eigentlich ist einfach nur Defensive besser. Das Hier ist ein schönes kam nicht. Sniper-Battle zwischen den beiden Snipern quer über die Map. Aber keiner der Sniper kann sich hier einen Vorteil erspielen. Ja, Moment wird bei Team 9 eigentlich nur auf. Da wurde der Charge geforst von Harz auf mir. Pushen auf die. Pushen weiß ich nicht wohin. Sie Links sind auf D rechts. gepusht. Ja, also ich meine, auf C sind eigentlich Bananas gepickt ins Nichts, gepusht ins Nichts mit ihrem Über. Sehr interessante Wahl, aber. Und Mark hat sich hier einen Bloodrunk wieder geholt. Ein Sniper down für Team 9. Bloodrunk neben Quintosh, anscheinend der zweite Carry, das heißt auch eine sehr schlechte Situation. Team-Man hat jetzt einen Charge, sollte, wenn sie eine vernünftige Capture noch haben, pushen. Ja, jetzt haben sie den Charge an. Auf E, laufen aber vorbei. Achso, um natürlich, ja, um die Combo zu töten. Währenddessen aber immer noch keine Captain, jegliche Art, weder auf E noch auf D. Jetzt wird es nur natürlich Zeit. Es ist sehr knapp. Wenn sie diesen Na, Cap sowohl jetzt der nicht machen, Soli dann. als auch der Pyro wurden auf E getötet. Quintosh stickt nicht den Spawn ab auf D. Der Sniper schaut aus dem Spawn, wird erstmal keinen picken können. Ach, die Spawnzeit relativ schlecht für Let's Go Bananas. Sie werden den Punkt D nicht mehr verteidigen können. Und nun wird auch Punkt E wegen dem Heavy, der nun down gegangen ist, auch nicht mehr so einfach verteidigen können. Spawnzeit des Heavy ist hier 10 Sekunden. Dadurch, dass Team 9 natürlich jetzt alle Punkte außer E gekappt hat, haben Let's Go Bananas einen relativ schlechten Zugang zu E und müssen über D oder C laufen, um zu dem Punkt E zu kommen und ihn zu verteidigen. Aber hier geht. Währenddessen wurden einfach so gut wie alle Leute von Und Bananas hat er zerstört. Und das hier ist mit ziemlicher Sicherheit ein Cap von Team 9. Aber der Cap ist mit ungefähr 11 Minuten sehr, sehr lange. Wahrscheinlich etwas kürzer als die Cap-Zeit von der ersten Runde von Bananas. Aber trotzdem keine sehr respektable Zeit für diese Runde. Da war sehr viel Rumgegurke bei den DE-Pushes da. Ja, 10 Minuten 47 für Team 9. Mal sehen, ob sie so lange verteidigen können. Da kam auch keine richtige Struktur zu sehen am Ende. Da war dann irgendwie nur Chaos. Beziehungsweise auf Charge warten. Also entweder Chaos oder auf Charge warten. T9 hält wieder mit einer Sentry auf A. Wir dieselbe po interessante Selbe Position. Position, aber sie wird diesmal nicht so sehr überraschen wie in der ersten Runde, weil sie natürlich bekannt ist nun. Ich hoffe nur für Team 9, dass sie diesmal es schaffen, dass sie entweder die Sentry oder den Engie rechtzeitig rausbringen und nicht so viele Suicides haben wie in der letzten Runde. Auf B wird Bloodrunk snipen.
der Soli. Selig ist wie üblich auf diesem Vorsprung beim Fensterausgang. Eine schöne Position, um einen Pick zu machen. Die Harz-Position, also wenn du dir anschaust, über dem Spawn von, also draußen über den Spawn in Richtung B, wusste ich nicht, dass man da heiden kann. Also ist eine relativ gute Position, wenn da welche rauskommen wollen. Wo ist der? Wenn du aus dem Spawn rausgehst. Ja? Und dann, wenn du aus dem Gebäude bei B bist, nach oben, über der Lampe. Also ganz draußen. Da, wo er ja. nicht mehr im Gebäude ist. Im Warm-Up hat er diese Position schon benutzt. Oh, und Selek hat sich hier den Heavy geholt, während nur noch der Demo-Core-Down gegangen ist, aber sie werden sich trotzdem den A-Punkt holen, mal sehen. Selek konnte sich keinen weiteren Pick mehr holen. Oder doch, er konnte sich so einen Pick holen, den Soldier. Aber nun ist Selek leider down gegangen. Nicht A-Defense von Team 9. Ja, aber sie konnten wenigstens, der Angie konnte überleben, das heißt, sie haben jetzt eine Level 2 Sentry auf B. Und relativ schnell zu Level 3 upgraded werden sollte. Ja. Team Let's Go Bananas hat noch zwei. Hat jetzt den Respawn, hat den Charge. Team 9 hat noch einen Down, das heißt, dürfte gleich ein 9 gegen 9 Push werden auf B. Da wird der Charge relativ früh angemacht von Let's Go Bananas, was ja sehr suboptimal für sie ist. Dann müssen sie schon wieder raus. Ja, Team 9 das war ein Fail Push. Und Korf hat es probiert, einen Quintus hier zu machen, aber er hat es nicht geschafft. Er wollte springen und ist in der Luft umgedreht, da er gemerkt hat, dass das nichts wird. Jetzt kriegen sie aber nach dem Charge die einzelnen Kickouts auf Team. Ja. Sie schaffen es rein zu pushen, ohne irgendwas zu committen zu müssen. Vier Spieler down für Team 9. Oh, und der Heavy ist auch down gegangen. Ein Pick vom Pyro. Nicht ein Pick vom Pyro, vom Sniper, sorry. Ah, jetzt die und nun das der Angie auch down. Das dürfte Punkt B sein für Ja, das ist Punkt B für Team Bananas. Mal sehen, ob Team 9 schafft, dass sie eine Defense auf Punkt C aufbauen können. Quinto versucht noch ein bisschen Schaden auf den Punkt zu machen, aber wird es jetzt nicht mehr viel tun. Ja, der Heavy bewegt sich, um den Ausgang vom Spawn in Richtung B zu blocken. Ja. Team Bananas hat jetzt noch 8 Minuten 30 für die restlichen 3 Punkte. Mal sehen, wie sie diese 3 Punkte machen werden. Ist ja keine Sentry von Team 9 auf C. Der Angie baut jetzt die Sentry. Der Scout ist durch einen Pick von Bloodrunk Tower gegangen. Eine Fragging und Damage-Klasse weniger. Sniper Shot auf dem Hügel und wird von Selek durch den kleinen Spalt des öffnenden Tores einfach getötet mit dem Revolver. Das habe ich gar nicht gesehen. Da muss sich Selek nur gefreut haben. Da pusht nun ja, Bananas mit Charge auf C. Sie haben die Sentry bisher noch nicht down bekommen. Der Gegencharge wird nicht lange auf sich warten lassen. Oder sie werden nicht, sie werden den Charge nicht anmachen. Mars hat einfach wunderbar den Heavy weggepusht, dass er einfach nichts machen konnte. Die Sentry ist down gegangen, aber. Aber leider Bloodrunk auch. Aber trotzdem wurde. Schusswinkel auf dem Medic, sodass es jetzt nicht viel ändern wird. Oh. Da wird aber trotzdem noch Team 9 gecharged, geforst. Ja, durch die Direct Hit des Soldiers wurde nun Team 9 doch noch geforst. Der Sniper befindet sich noch. Oh, der Sniper versucht unten lang zu gehen. Wird er hier einen Pick bekommen? Selek hat den Soli gebacksteppt. Oh, da. Da jumpt Harz von hinten auf den Medic, pickt ihn und somit kostet das wieder wertvolle Zeit für Let's Go Bananas. Aber noch befindet sich ein Scout auf dem Punkt. Nicht mehr lange, denn der Heavy hat ihn erledigt. Ja, die Hauptaufgabe von dem Scout ist eigentlich nur ein bisschen jetzt Ablenkung zu schaffen. Dass es nicht auf C organisieren können vernünftig. Bananas befindet sich wieder auf dem B zu C-Connector. Mal sehen, ob sie hier was machen können. Die Sentry von Saga ist down gegangen durch eine Sap von Deox. Deox erledigt hier sehr viel, er bleibt sehr lange am Leben mit seinem Deadringer. Das Gold ist eigentlich nur zum Ablenken auf E, da wird nicht wirklich was von Team Let's Go Bananas gemacht. Ja, und da wird von Bloodrunk getötet, als er versucht hat, den Medic von ihnen zu holen. Sieht im Moment sehr düster aus für Let's Go Bananas. 40% Charge erst. Aber sie haben noch 6 Minuten 14 Zeit. Dürfen wir nicht unterschätzen. Der Sniper zieht wieder auf C. Ja, man muss aber auch bedenken, dass Team 9 ungefähr mit der Zeit schon bei D&E rumgeguckt hat.
Sentry hat es nicht überlebt, der Sniper ist immer noch oben. Einer Flaregun von Mars getroffen. Mal sehen, ob sich Selek den Sniper holen kann. Ja, der Sniper ist down. Selek hat es wieder mal geschafft. 80%. Oh, die Let's Go Bananas sind mit dem Charge auf der anderen Seite auf E, also über D auf E gelaufen mit dem Charge. Werden jetzt also voll auf den Punkt E committen. Werden das vor dem Spawn mit Charge halten. Der Demo geht aber down zu Bloodrunk. Was die. Und der Sniper geht down zu Selek. Das könnte aber sehr gefährlich werden für Team 9. Drop den Medic mit einem Headshot. Ja. Das heißt, wir haben eine Drop Charge von Drop Ratio von 1 zu 1 für beide Teams. Ja, das dürfte Team 9 jetzt aber noch schaffen zu halten. Und müssen sie aber den Punkt noch etwas länger halten, damit, damit die Cap Time wieder reverted wird, wieder zurückgeht. Aber damit hat Team 9 so ziemlich den C-Punkt momentan aufgegeben. Und hier droppt Bloodrunk den Pyro. Na, der einzige, der noch auf C ist, der Engie von Team 9 und der Spy von Team Let's Go Bananas. Der ist den Engie pickt und den Punkt C mit einem Scout, der ihm zur Unterstützung kommt, capped. Aber Team 9 befindet sich jetzt wieder auf dem Weg zu C, hat den Python. Das war der Engie, den Engie haben sie LED. Ja. Die Combo von Let's Go Bananas versucht es nochmal kurz C rauszuschauen, aber wird direkt von Finchosh zugespammt, sodass sie sich zurückziehen mussten. 70% Charge. Ja, Core versucht es nochmal hier auf den C-Punkt zu pushen über den Connector, über den linken Connector. Und sie haben sich hier den Heavy geholt. Ist nicht gut für Team 9. Und den Charge geforst. Was und den Charge geforst. Was vergessen sollte. Haben den Charge bekommen, haben ihn direkt gelöst. 3 down nun für Team 9. Und da wird der Heavy gepickt. Eine schöne Trap von Quintosh hier. Wenn die Gitter hier. Versucht weiter abzudenken auf dem Quintosh hier mit einer Pipe hat er sich Mia geholt und hat dadurch es geschafft, dass Korf auch noch an Self-Damage stirbt. Ein sehr schöner Spielzug von Quintosh hier. Ja, was viele. Punkt E ablenken. Ja. Was viele nicht wissen, ist, dass das Gitter hier beim Connector durchlässig für Schaden ist, für Explosivschaden. Das heißt, es ist ein schöner Punkt für Traps oder für Rockets und Soldiers. Das kann sehr gefährlich sein. In der Zwischenzeit versucht Team Bananas wieder über A zu pushen. Mal sehen, wie Team 9 darauf reagiert. Was man bis jetzt sagen kann, dass die Pusche zumindest von Bananas im Moment strukturierter ablaufen von Team 9. Leider ist die Defense von Team 9 nicht zu durchbrechen. Ja. Obwohl, es sind ja beide Angriffe nicht sehr effizient gewesen. Es war halt Wobei nur die Defense. Man sagen muss, dass die strukturell, also das ist wirklich organisiert darüber kommt. Es ist schon organisierter, aber noch nicht wirklich gut von Bananas in meiner Ansicht nach. Aber sehen wir, was jetzt passiert. Mia hat nun Charge. Ja, sie versuchen es wieder über den Close Spawn Hold und versuchen jetzt komplett alles auf zu bekommen, um es noch mit der Zeit von 2 Minuten 30 den Punkt einzunehmen. Aber nun muss der Demo wieder down. Das darf natürlich nicht passieren, wenn man da hält. Ja. Das. Aber nun muss. Die Klasse, die man nicht verlieren dürfte. Ja, dann der Demo kann. Oh, Selek hat versucht, den Heavy zu picken. Oh mein Gott, tut die Carsten? Natürlich, wir sind famous. Nein. Was mit mir, hallo? Musste ich jetzt leider muten. Okay, Deox hat sich nun Bloodrunk geholt. User disconnected from your channel. Jetzt bin ich raus. Ja, ich auch ein bisschen. Ich müsste ein Passwort auf den Channel setzen. Bananas macht sich es hier auf dem E-Punkt gemütlich. Auf dem D-Connector. Mal sehen, ob Team 9 etwas darauf machen kann. Oh, der Heavy gepickt von Selek. Das ist natürlich gut. Und der Force. Da wollte mir den Heavy noch mit dem Charge retten, hat es leider nicht mehr geschafft. Da gab es wieder einen Suizidversuch von einem von Bananas. Aber sie müssen jetzt wirklich auch auf den Punkt E gehen, weil sonst mit der Zeit von 1 Minute 20 werden sie es nicht schaffen, alle anderen Punkte durchzukappen. Oh, Basher, keine Munition mehr. Im Moment keine Captain von irgendwem auf E. Doch, da geht's, geht da so die auf E. Wenn sich Bananas nicht beeilt, dann haben sie ein Problem, denn sie haben nur noch eine Minute Zeit.
Und eine komplette Cap von Punkt E dauert ca. 40 bis 60 Sekunden. Jetzt haben wir schon eine zweifache Captain drauf. Das dürfte doch der Punkt sein für Bananas. Ja, aber. Oh ja. Da schafft das Team 9 nicht einfach. Schafft es einfach nicht mehr. Ja, und das hier ist ein 1:1 für Team Bananas. Ja. Und nun kommen wir zu unserer Golden Cap Runde. Oh Gott, ich bin gerade mit dem System verwirrt. Hat nicht gerade auch Bananas angegriffen? In der ersten Runde hat Bananas als erstes angegriffen, dann Team 9. In der zweiten Runde hat das erste Team 9 angegriffen. So war das. Genau, ja, ich war gerade verwirrt, wie das System, weil ich hab's kurz, war ich kurz raus. Okay, jetzt schauen wir uns wieder die Scores an. Wenn ich das noch nicht machen könnte. Refresh, okay. Ja, Quintosh, wie erwartet, wieder Top Damage. Diesmal aber gefolgt von Haas, dem Soli von Team 9. Und nicht von dem gegnerischen Demo von Bananas. Sehr überraschend. Der hat ganze 500 Damage mehr als der Demo von Let's Go Bananas. Selek hat auf dieser Map sehr viel Arbeit gemacht, wie man es auch in den Logs sieht. Oh, er hat die zweitmeisten Kills. Direkt nach Quintosh die zweitmeisten Kills. Leider hat es nicht gereicht. Aber hier Quintosh wieder mit über 10.000 Damage. Auf so einer kleinen und kurzen Map eigentlich sehr gut. Ja, 42 Minuten ist eigentlich relativ lange. Hier haben wir, kein Drop für Anubis, für Asajj. Ich dachte, das wäre hier ein Drop gewesen. Ah, der Drop war in der vorigen Runde. Frag mich nicht. Du hast den Drop gesehen. Ich habe nur den Drop von Mia gesehen. Ich dachte, das wäre ein Drop gewesen. Wahrscheinlich war es keiner. Habe ich mich wahrscheinlich gesehen. Ja, also ein Drop für Mia, kein Drop anscheinend für Anubis. Oder Asajj, wie man hier sehen. Interessant. Wir sehen hier, dass die Healspread um einiges besser ausgeglichen war. Vielleicht war das auch der Grund, warum Bananas hier etwas besser gespielt hat. 44:44 für die Heavys und 23:22 für die Demos. 13:14 für die Pyros. Also eine sehr ausgeglichene Healspread. Wenn man sich auch mal die Heals anschaut nach der Combo, ist der Fokus der Heals doch ein bisschen anders. Direkt hinter dem Pyro von Team 9 folgt Bloodrunk, der Sniper. Ja. Ein kleiner Pocket-Sniper. Ja. Okay, auf dieser Map hat Bloodrunk, weiß nicht, hat zumindest weniger Arbeit gemacht als der gegnerische Sniper. Ja, die letzte Runde war für ihn besser als die jetzige. Ist man eigentlich nicht so erwartet von Bloodrunk, dass er von einem anderen Sniper geschlagen wird? Ich denke, er wurde etwas besser gefokust als vorher. Das ja, könnte natürlich das Problem sein. Ich habe in der Runde gesehen, dass der Sniper doch sehr viel Arbeit macht und sich darauf eingerichtet. Der Heavy, der gegnerische, der Sad Panda, der Heavy von Bananas hat auch bessere Arbeit geleistet als in der Runde davor. Er ist nicht mehr, er ist sogar nun in einem Frags vor Bash. Hat, sehen wir mal, ungefähr, okay, nur 1000 weniger Damage als vorher. Also 1000 weniger Damage als Bash im Gegensatz zu vorher, wo er fast die Hälfte hatte. Wahrscheinlich nur eine schlechte Runde. Aber sehen wir mal, wie die dritte Runde läuft. Nun Golden Cap, das heißt, beide Teams haben fix 2 Punkte. Und hä? Was ernsthaft? Ja. Es ist ja ein Best of 3. Und es geht dann darum, ob es ein 4:2 wird und für welches Team es dieses 4:2 gibt. Ja, das heißt, beide Teams haben fix 2 Punkte. Um die restlichen 2 Punkte wird hier nun gespielt. Ja, okay, ich war jetzt verwirrt. Ich dachte, du meinst Ingame-Punkte. Nein, ich meine natürlich die ETF Duell Liga Punkte. Ja, das ist das muss ich schon deutlich sagen. Ja, natürlich. Wäre ich jetzt der Zuschauer gewesen, dachte ich mir, hä, was labert der da für Scheiße?
Ja, Team 9. Team 9 hat sich dazu entschieden zu verteidigen, ja. Auf A. Eine relativ offensichtliche Zieltreffung, Fintosh, würde ich sagen. Die sieht man doch relativ gut. Die ist einfach oben am Hügel. Naja, du musst natürlich beachten, dass die Wand hier rot ist. Dahinter sieht man das rote Symbol vom Cap-Punkt. Ganz zu offensichtlich ist meiner Meinung nach die Trap hier nicht. Natürlich, man könnte sie etwas weniger offensichtlich machen, aber... Man darf die Uhrzeit nicht außer Augen lassen. 23.11 Uhr, die Spieler sind bestimmt ausgelaugt von ihrem harten Arbeitstag. Da könnte sowas natürlich mal leicht übersehen werden. Demo Heavy gehen über den Hügel raus, dicht gefolgt vom Soli. Und natürlich der Demo über City Stickies, wo ich es gerade gesagt habe, dass es sehr offensichtlich ist. Ja, dann waren sie doch nicht so offensichtlich. Aber leider ist nun Bloodtrunk auch schon down gegangen. Selig hat sich den Heavy geholt. Pyro Scout Soli auf den Punkt. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit wird er aber A nicht weitergehalten. Ein bisschen Harassment hier von Mars. Wir kommen nicht drauf, das. Ja, und sie gehen nun zurück auf. Ich habe extra unten gewartet, dass vielleicht, wenn irgendwer sich doch noch traut vorzukommen, ihn zu töten, aber ja. In der Zwischenzeit Sepp. Wir haben eine Level 2 Sentry auf B. Das heißt, da haben sie jetzt nichts wirklich verloren, dass sie die Sentry wieder auf A hatten. Mal sehen, wie viel besser nun Team 9 den B-Punkt halten kann. Der Sniper. Oh, Sniper Scout Soli von. Bananas down, pushen jetzt mit Charge auf B drauf, let's go Bananas. Team 9 macht den Über an, schafft es den Medic zu töten, nach einem grandiosen Zurückpushen der Combo. Der Heavy geht auch noch down. Das war ein schöner Hold, der Demo versucht sich den... Ja, aber er wird wieder getötet, ja. Schafft es nicht, den Medic zu töten. Einen Quintosh kann nur Quintosh machen. Ja. Ach, Harz. Hart hat es wieder geschafft, sich an die Stelle über dem Ausgang zu stellen und versucht da wahrscheinlich gleich den Medic zu forcen oder ähnliches. In der Zwischenzeit hat Bloodrunk sich den gegnerischen Sniper geholt. Mal sehen, ob Hart sich irgendwie den gegnerischen Medic holen kann. Und mir geht down durch einen schönen Drop von Hart. Das war ein sehr schöner Pick. Runtergedroppt, sie haben es nicht gesehen, zwei Rockets auf den Medic down. War auch gutes Timing von Hartz, da gerade die Sentry gewrangelt wurde und er es wahrscheinlich gesehen hat und sie so ihm einfach nicht angeschossen hatte, weil sie es wie gesagt nicht konnte. Aber leider ist im Gegenzug, ist dann leider Asajj und Bash down gegangen durch zwei schöne Backsteps von Deox. Ja, dann Punkt B mit einer relativ akzeptablen Zeit. Das hätte man besser erwartet von Team 9. Ja, das größte Problem war hier der Spy, der sich unbemerkt einfach zwei Picks holen konnte, den Heavy und den Medic, und dadurch wurde im Grunde die komplette Verteidigung zerstört. Ach, sowas dürfte eigentlich schon mal gar nicht passieren, dass er sich zwei Leute holen kann auf diesem Level. Ja. Vielleicht den Medic, okay, Medic S-Ray sollte nicht passieren, aber es kann immer passieren. Ein schöner Butterfly-Stab von Selek auf mir, das heißt der Medic von Bananas ist nun auch wieder down. Oh, Medics sterben hier fröhlich. Fröhlich ist Ansichtssache. Während hier der Soldier hat nun die Sentry zu Tode gespammt. Der Sniper versucht hier. Oh, Sniper hat versucht auf. Versucht ihn wieder zu revolvern, da kam der Soli von. Hat das leider nicht geschafft. Soli nun unter der Combo auf E. Bloodrunk hat sich nun Mark, den gegnerischen Sniper, geholt. Versucht er doch wieder von. Ja, macht hat. Okay, Soli versucht nichts. Bananas versucht nun wieder über D auf den E-Punkt zu pushen. Trifft aber hier nicht auf sehr viel Gegenwehr. Mal sehen, ob es Team 9 schafft, dass es sie diesmal besser verteidigt. Quintosh sieht schon wieder. Spammt schon wieder Stickies her. Oh, Tuff hat nur einen schönen Pick auf mir gemacht. Und ist lebend rausgekommen. Da fehlt der Soli von Bananas den Jump auf den Punkt E. Sowas sollte in Div 1 nicht passieren. Nein, sollte es nicht. Der Heavy ist inzwischen beim Spawnpunkt auf E. Es war aber auch jetzt wirklich nicht, muss ich jetzt sagen, von Bananas die beste Entscheidung, über D zu gehen, weil Team 9 hält den Connector zwischen B und C und E und von da können sie genauso gut den Punkt halten wie vom Spawn aus. Das heißt, ist jetzt nicht die beste Entscheidung, darüber zu gehen.
Okay, vielleicht, wenn sie Team 9 da erstmal so einen Connector tot bekommen haben, dann müssen sie spawnen und werden höchstwahrscheinlich, wenn E gekippt wird, aus dem Spawn rauskommen und über D oder halt direkt auf E gehen. Aber in der Position, wo Team 9 gerade steht, ist es keine gute Lösung, den Weg zu gehen. In der Zwischenzeit ist der gegnerische Spy auf Punkt D, auf Punkt C, meine ich. Die war sich ein Duell mit dem Engie. Ah, dass der Spy natürlich gewinnt. Der Engie hat hier sehr schlechtes Spiel gegen den Spy. Hat bisher nicht Ja, wirklich ein gut, Duell kennt den gewonnen. Spy in aller Seelenruhe, den Punkt. Deathringer getriggert. Wäre interessant zu wissen, ob Mars hier nun denkt, dass er sich den Spy geholt hat oder nicht. Bananas versucht jetzt wieder mit dem Spawn Hold. Ich weiß es nicht, wo Team 9 ist. Okay, in der Position, wo sich Team 9 jetzt befindet, ist dieser Hold doch relativ gut anwendbar. Und sie Außerdem können haben da. sie hier noch keine Charge, das ist auch wichtig, aber die Charge wurde nun gepoppt. Der Vorteil liegt nun wieder bei Team 9. Der Oh. Hauptdruckpunkt von Team 9 kommt gerade aus dem CB-Konnektor, was auch nicht passieren sollte. Da sollte mindestens eine der stärkeren Klassen darauf achten, dass da keiner drüber kommt und den Punkt einfach zusticken kann, zu Rocket schießen kann oder sonstiges. Jetzt haben sie eine schöne, hatten sie eine schöne Level 13 hier auf E. Hat sich wieder erledigt. Ein wunderschöner Headshot von Bloodshot auf dem Scout auf E. Ja, wenn sie Ja. nur noch den Soldier erledigen können, dann ist dieser Push wieder. Ja, der Soldier ist runtergesprungen. Und ich bin Moment, sieht man. weit weg. Und der Spy Deox hat sich nun Bash mit dem Revolver geholt. Das sollte natürlich nicht passieren. Im Moment sieht man dann aber das Rumgegurke von Bananas, wie es Team 9 im letzten Game im Angriff gemacht hat. Sie committen nicht voll auf irgendwas. Sie gurken zwischen zwei Punkten rum. Okay, ein Soli ist auf E, aber der ist wahrscheinlich wieder nur kurz ablenken und der wird auch relativ schnell down gehen. Während sich der Spy wieder Quintersh holt. Sie haben bisher noch wirklich, nicht wirklich ein Rezept gegen Deox, den Spy, gefunden. Mit seinem Deadringer. Haben es jetzt aber geschafft, den Punkt C erfolgreich einzunehmen. Was man aber auch Team 9 vorwerfen kann, weil sie einfach nicht C verteidigt haben. Sie hat eine Sentry drauf. Und mehr war da nicht. Der Medic von Team 9 wird gepickt von wem auch immer. Ich habe es leider nicht mehr gesehen. Es Skill Feed. Ah, er ist schon wieder am Leben. Der Engie von Bananas ist mit einem leichten Schubs in den Abgrund befördert worden. Ja, der Punkt E wird jetzt von Let's Go Bananas gecapped. 8 Minuten, eine relativ gute Zeit. Ja. Wird Team 9 muss Team sich da 9 ziemlich vielleicht Bananas anstrengen. Team verteidigen? 9 Ist muss das sich da alle ziemlich tot? anstrengen. 7 Minuten 30 sogar nur. 38. Eine wirklich gute Zeit im Vergleich zu den letzten Runden, wo beide 10 Minuten ungefähr lang waren. 3 Minuten Vorsprung. Mal schauen, wie Bananas den Hold machen wird. Sieben ist natürlich wieder normal auf B, an der normalen Position oben auf dem Podest. Was etwas verwunderlich ist, denn zumindest in der letzten Runde hätte es eigentlich bei Team 9 verhältnismäßig gut funktioniert mit der Sentry und dem rechtzeitigen Rückziehen auf Punkt B. Denn sie hatten eigentlich die Level 3 Sentry auf Punkt B wieder ab, bevor der Großteil von Bananas reingepusht ist. Und es war in der Zwischenzeit eigentlich eine relativ gute Ablenkung. Jetzt versucht Korf wieder die Sticky Trap, die er vorhin angewendet hat, an den Balken auf A. Wird wahrscheinlich wieder genauso schnell gespottet. Auf dem Balken oben. Ja, auf dem Balken am Punkt oben. Ah, okay, die. Er wird wahrscheinlich von irgendwo gleich wieder relativ schnell gespottet. Deox Okay, wieder mal Quinter einen John auf dem Deadringer Punkt. Sieht die Sticks, ist aber schon vorbei, bevor der Demo sie zündet. try. Ist er wahrscheinlich da gestanden? Oh shit, ich habe Angst. Selek hat sich Mir und den Demo geholt, also der Medic und den Demo. Zwei sehr schöne Picks. Das sollte nicht passieren, wenn man da oben versucht, A Ja. zu halten. Wenn man der Heavy von Z-Pandas kommt nicht mehr ins Spawn und muss hat sich getötet. Wunderbar. Leider habe ich diese zwei Picks nicht auf der Kamera gesehen, aber
Selig hat dafür sein Leben gelassen. Aber es war, hat sich belohnt. Da haben Team 9 den übergepoppt. Schwärmen förmlich über den Punkt B. Keine Verteidigung von Bananas da. Nicht zu sehen. Aber der Engineer hat überlebt, das heißt, er würde jetzt ziemlich mit ziemlicher Sicherheit auf C aufbauen. Selek hat wieder den Demo gepickt und hat überlebt, das heißt, er ist noch bereit für weitere Picks. Eine Level 3 Sentry befindet sich auf C. Mal sehen, wie Team 9 es nun schafft, dass sie diesen Punkt pushen. Eine Sentry ohne Engineer, weil der nämlich getötet wurde. Das heißt, die Sentry könnte leicht gespammt werden. Wenn das richtig gecallt wurde, dann... ja, und eine Gesept wurde sie auch. Kein Problem für Team 9. Aber Quintosh hat hier nicht überlebt. 3 down für Team 9. Committen auf 2 Punkte schon viel besser als Bananas gerade. Sie haben 3 Leute auf E gehabt, die jetzt weggegangen sind. Wenn es Bananas hier nicht schafft, dass sie ordentlich diesen Punkt pushen oder verteidigen, dann wird das eine sehr gute 3-Punkte-Zeit für Team 9. Aber der Medic von Team 9 wird es hier nicht überleben. Der Pyro hat ihn erledigt. Und die Hauptangriffskraft von Team 9 wurde hier erledigt. In der Zwischenzeit wird der Scout auf Punkt E. Ah. Und ein Soldier kurzfristig. Mein schönes Hin und Her auf dem Punkt E. Scouts, NG, Soli. Der Ingenieur hat wieder zurückgewechselt auf die Mini-Sentry. Ihm wurde das Aufbauen wieder zu lästig. Ein wunderschöner Pick von Bloodrunk auf Mia in dem Connector. Es wäre natürlich der ideale Zeitpunkt mit 3 Personen down, 3 Spielern down, dass sie hier noch endgültig auf... Anubis und Quintosh werden von Korf wunderbar von hinten weggestickt und sind gestorben. Bash wird jetzt auch gegen den Scout darauf gehen. Er wird von unten, von dem Demo, durch das Gitter getötet. Jetzt versuchen der Soli und der Scout eh nochmal zu cappen. Der NG ist bisher der Einzige, der... Anständen macht das Verteidigen der Sniper und Medic. Ja, der Sniper holt natürlich den Scout auf den Punkt. Und ja, das dürfte eine erfolgreiche E-Verteidigung sein. Jetzt eine sehen, Frage ob... an dich, Meta. Warum wird denn Kritzkrieg nicht benutzt? Das ist eigentlich eine gute Frage und ich kann dir diese Frage nicht wirklich beantworten. Vor allem jetzt, wenn die Minisentry benutzt wird, ist eigentlich Kritzkrieg eine sehr gute Entscheidung. In den meisten, würde man behaupten wollen. Ja. Ich meine, oder auch in der Verteidigung könnte man auch gut Kritzkrieg benutzen. Um einfach den Über von. Ja, das größte Problem mit Kritzkrieg in der Verteidigung ist der, dass man. Dass es unsicher ist, ob man rechtzeitig auf den Gegner pushen kann. Und wenn man das nicht kann und der Gegner Übercharge hat, dann hat man so gut wie verloren. Ja, okay. Team 9 versucht gerade was genau? Sie versuchen über C drauf zu pushen und sie. Über D wieder auf E. Sie haben einige Picks erhalten. Mal sehen, ob sie. Den wir gerade die ganze Zeit von Bananas gesehen haben. Quintosh konnte einiges. Einige Picks. Ja. Selig pickt den Medic von Bananas. Sind auch nur noch 5 Leute ab von Bananas, werden sie es halten können. Kriegen Respawn, Soli geht drauf. Aber wieder keiner auf dem Punkt für Team 9 auf E. Jetzt ja, Team 9 muss auf den Punkt. Team 9 hat noch 3 Minuten Zeit. Ja, jetzt massiger Respawn von Bananas. Ja, schafft es den Captain und Soli erfolgreich zu töten. Versucht jetzt über D in den Raum zu A zu pushen. Schafft es auch den Medic von Team 9 zu töten. Der Spy geht auch drauf. Die Andrews mit einem schönen Mini-Sentry-Battle auf dem Punkt E. Bananas müssen jetzt zurückziehen, weil der Heavy Scout Medic auf sie drauf kommt. Oh, da geht der Demo noch zu tough drauf. Ja, hätten sie sich früher zurückgezogen, wäre das nicht passiert. Aber es gibt einfach nicht genug Druck auf den Punkt von Team 9. Hier muss das ganze Team entweder auf der Flanke sein oder es muss auf dem Punkt sein, sonst wird es hier problematisch. Mal sehen, ob das bei Deox für Bananas hier noch etwas machen kann. Oh, der Medic von Bananas ist auf Quickface gewechselt.
Quickfix ist hier in manchen Fällen auch keine so eine unglaublich schlechte Idee. Man kann nämlich hier schön auf den Punkt als Medic. Natürlich ist ja Was die vielleicht Frage, mit ob Medium man jetzt nicht das Beste wäre. in der Offensive, meinte ich hier damit natürlich. Ja, aber. Ah, der Team 9 vertraut dem Medic nicht scheint nicht auf. wirklich ein Mittel zu finden gegen diesen konstanten Mini-Sentry-Spam und Spam vom Punkt. Hingegen ist das Scout jetzt wieder am Punkt. Das Problem ist, dass keiner den Spawn verteidigt. Oder den verteidigt. Keiner den Spawn blockt. Der wird wunderschön von Sidek gebacksteppt. Aber immer noch das Problem, es gibt keine Captime auf E. Nur Ja, noch es 1 muss. Minute 20 Zeit. Und es ist kein einziger Gegner für Team 9 auf dem Punkt E. Jetzt ein Pyro. Aber es wird unten Soli. Aber es wurde auch die ganze Zeit, wo keiner war, nicht auf dem Punkt committed. Das ist. Jetzt sind wiederum 4 Leute wieder von Bananas auf dem Punkt. Und. Nee. Farben. Farben. Blau-Rot-Schwäche. Gott. War natürlich, die ich meinte, waren Team 9, haben den Forward-Block-Hold gemacht. Was scheinbar gescheitert hat, ist, da sie dort nicht mehr stehen. Bloodrock hat sich in der Zwischenzeit an dem, der von unten die ganze Zeit den Punkt gespammt hat, geholt, aber es sieht so aus, als wäre es zu spät nun für Team 9. Mit dieser Restzeit, die übrig ist, kann der Punkt nicht mehr geholt werden. Ich habe keinen HUD für die Zeit. Okay. Ach so, okay, das war's. Was war das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Bei mir war auf einmal die Zeit weg und dann war irgendwas. Also ich meine, man kann jetzt natürlich davon aus, also es war auf jeden Fall geschafft. Na, das war von Team 9 nicht mehr Ja, schaffbar. das war nicht mehr möglich. Gute Verteidigung von Bananas. Weiß hier aber leider nicht, was hier passiert ist. Ich hab, also bei mir war die Zeit weg, die sie gebraucht hatten, und dann war auf einmal Team Switch, keine Ahnung. Und der Selig blamet natürlich dich, weil du Scheiße gebaut hast. Kann ich ihm nur zustimmen. Ja, Team Save bin Switch. Ich glaube, es war scheinbar ein Befehl zum Team Switch oder so. Ja, aber Aber das ist das Einzige, das Letzte, was ich habe ich. den Befehl nicht verwendet. Ja, natürlich. Naja, hier war ein ganz klarer Sieg in der letzten Runde für Ja, na Defense. klar, Ein guter Angriff es war noch gegen eine gute Verteidigung von Bananas und Team 9 konnte hier keinen Angriff schaffen, der ordentlich durchgegangen wäre. Mit der restlichen Zeit von wie viel waren es? Knapp 30 Sekunden? bei mir war die 20? Anzeige weg, ich habe es nicht mehr gesehen, die So letzten. zwischen 20 und 30 Sekunden und mit keinem Spieler auf dem Punkt. Der Scout war down, der Demo war gerade wieder am Respawnen, der Heavy war. Beim Heavy bin ich mir nicht sicher. Da war es rein schon mathematisch nicht mehr möglich, den Punkt zu cappen. Aber ja, war eigentlich ein nettes Match. Etwas viel Chaos zum Teil. Ja, das war wirklich viel Rumgegurke zwischen zwei Punkten an manchen Stellen, wo sich dann das Team, also es ist auf beiden Seiten, sowohl Bananas als auch Team 9, konnten sich dann nicht entscheiden, auf welchen sie jetzt genau gehen. Man konnte aber trotzdem ein paar sehr schöne Picks, vor allem von den Pick-Klassen sehen. Auch vom Soldier, von Selek, von Deox auch. Der geht dem Bananas bei, den darf man nicht vergessen. Deine Meinung dazu? Außer dem Rungegurke? Ja, rumgeguckt, auf jeden Fall. Das ist das Problem, was da. Nee, also, es war ein Close Game, das kann man schon, ich meine, ist schon klar, das ist wegen dem Golden Cap. Wobei man sagen muss, dass die letzte, also Golden Cap Round, dass die doch sehr von Bananas dominiert wurde. Da kann man nichts sagen. Die anderen Runden waren noch relativ nah beieinander. Die erste Runde war die Defense von Team 9 nicht die beste. Mal Glaube sehen. ich. Bloodrunk hat wieder Top-Frags gehabt. Quintosh wieder der Zweite, wieder mit dem Top-Damage, wie man es erwarten würde. Aber man sieht hier Bash als nur den einzigen Frag-Klassen ist der einzige, der noch hinter Bash mit dem Frags ist, war Tough, der Scout.
Der Scout hat leider keine Logs. Leider nicht viel gemacht. Ich habe die Logs hier im Stream und ich poste sie hier hin. Weg. Oh. Mir hatte hier zwei Drops. Anubis hatte zwei Drops. Das heißt, mir gewinnt den Drop, die Drop-Challenge mit 3 zu 1, 3 zu 2. Auch ja, nett. Und gewinnt wenigstens die innovative Medic-Spielweise, da sie, glaube ich, in dem einen Game Kritz war und jetzt auf Quickfix gewechselt hatte. Wobei Anubis konstant auf der Medigan war. Selek hat auch schöne 19 Heals von mir bekommen. Wichtig. Wichtig, ja, sehr wichtig. Man sieht ja, dass in diesem Fall bei Team 9 Bash weniger Heals bekommen hat. Vielleicht war das auch einer der Gründe, warum Bash diesmal nicht so viele Punkte hatte wie in den letzten. Aber trotzdem, ich stimme dazu, ein sehr ausgeglichenes Match eigentlich. Ja, außer Rumgegurke und... außer Rumgegurke. Und ja, ausgeglichen in dem Sinne, dass beide Teams rumgegurkt haben. Und die letzte Runde war nun mal wirklich Bananas, sag ich mal. Okay. Hat Bananas nochmal gezeigt, was sie konnten und Team 9 wurde einfach zerstört. So. Also, dann bedanke ich mich bei den Zuschauern und war ein nettes Match. Danke, Dax, für das Procasten. Ja. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Nein, aber... Nein! Hat dir meine Anwesenheit nicht Spaß gemacht? Ja, hätte ich lieber solo gemacht. Du bist einfach so unwissend in Team Fortress. Natürlich. Okay, dann verabschiede ich mich vom Stream und vielleicht sehen wir uns ja ein andermal wieder. Ciao. Tschüss.